Schöner Kreis. Pilze gepflanzt. So pflanzen wir übrigens Pilze. Sind wir der Pilzfarmer. Und nur vermehren die sich dann, glaube ich, ne. Ich kann es mir nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. Auf, zurück zum Teleporter. Hallo, Rake. Hast du was zu sagen? Du bist jemanden wie. Warum kommt? Schaut. Das ist nichts Neues. Der Rake. Klingt so wie Krake nur. Ohne K. Rake. Wake. Im Englischen Wake. Das ist ja auch Altenglisch, wenn dann. Gibt's Altenglisch überhaupt? Weil Amerika ist ja auch nicht so. Nicht so ganz so alt. Huch. Teleport. Alter, die Welt ist riesig. Ich glaube, der war hier irgendwo. Vorher auf der Karte gucken, bevor man teleportiert. Ja, gute Richtung. Weg nach oben. Der hier. Jo. War das nicht auch so eine Hütte? Warte mal, was ist denn hier für eine Quest? Ist noch eine Quest? Was gibt es denn eine andere Quest? Okay, und dann gehen wir mal dahin dann. Habe ich den Schlüssel schon bekommen? Da bin ich mal gespannt. Aber anscheinend muss ich ja von irgendeinem Mongo. Na gut. Wird mir schon irgendwas bringen, hoffe ich. Hallo. Soll ich den Hast du den Geigen? Strick da? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du so zimperlich. Allein dieses Ding hier heranzutragen ist ein krankes Gefühl. Na dann vielen Dank für die Mühe. Hier ist deine Belohnung. Wenn du wieder einen Auftrag suchst, dann komm ruhig vorbei. Oh. Ich dachte, Söldner denken nur an ihre Bezahlung. Ich kann dir das jetzt nicht erklären. Du machst bestimmt irgendwas Böses. Ich würde mal auf den Geigenhügel tippen. Gut. Will er schon wieder was? Warte mal. Will er noch einen? Galgenzwirn. Es hat nicht funktioniert. Vielleicht zu weit weg. Gut, dass du vorbeikommst. Das ist ja aber schnell. Diese Puppen hier, könntest du sie vielleicht zu ein paar Leuten bringen? In eine Höhle. Und ich dachte, Ja. seltsamer als die Sache mit dem St. Spar dir den Sarkasmus. Du weißt, es lohnt sich, für mich zu arbeiten. Jo. Hört sich nicht so schwierig an. Ist es auch nicht, überhaupt nicht. Aber ein wenig eigenartig ist dein Wunsch schon. Hier, nimm sie. Bring sie den Schmugglern in der Höhle. Schmugglern? Sicher, dass sie noch leben. Wo sind denn die Schmuggler? Ach, die hier. Alte Schmugglerhöhle. Na, wenn die noch leben, dann bin ich mal gespannt. Das sind 5 Meter, Junge. Keine 5 Meter, du bist doch eigentlich ein Nekromant, kannst dich nur rüber teleportieren. Das ist doch eigentlich viel einfacher für dich. Mal sehen. Na gut. Ich will mal nichts anmaßen. Ich glaube, ich mache mehrere Leute. Folgt. For people who can't join the server. End. So. Sieht's denn aus? 15:58. Früh, früh, früh. Sagte der. Ja. Was für Scheiße. Oh, Mensch, hier leben wir noch welche. Seltsame Magie. Jetzt leben sie nicht mehr. Egal, Was ob haben es wir hier denn da? rumpelt oder nicht. So, nö, nö, nö. Also bitte, das war doch hier lächerlich. Lächerlich. Du so. Die haben aber kurz gelebt. Komm mich hin, dann sind sie tot. Ich glaube, das hatte was mit den Puppen zu tun. Habe ich die eigentlich überhaupt im Inventar direkt? Egal. Gehen wir mal zurück zu unserem Herrn. Hat geklappt, Junge. Wolf? Wo denn? Ach, komm zu mir. Grauer Wolf. Sterben die schneller? Na geht er. Na gut, wie soll man noch schneller sterben als mit One Hit? Das ist schon schwierig. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile so viel defensiv. Ein Bär! Ein Bär! Bär, komm her! Bär! Geil! Bär, Bär, Bär! In die wegrennen!
Machst du hier für eine Scheiße? Rennst weg von mir, hä? Such uns mal einen schönen Platz zum Kämpfen. Dann gehst du vor die Hunde. Will der Hase dich unterstützen? 1, 2, 3, zurück. 1, 2, 3. Tot. Oh. Wie so ein Golem. Der Basil. Hallo, Basil. Was für ein fauler Zauber ist das eigentlich, den du da betreibst? Ach komm, nicht so böse. Du weißt sehr gut, was ich meine. Kaum bin ich mit den Puppen dort angekommen, sind die Männer tot umgefallen. Als ob. Also funktioniert. Als ob dir das ausmachen würde. Das hat funktioniert. Nach all den Jahren unermüdlicher Forschung. Endlich der Durchbruch. Eine äußerst wirksame Magie. Wie du ja selbst beobachten konntest. Was ist es? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich deine Begeisterung teile. Wieso denn nicht? Halt! Geh nicht weg! Ich habe noch einen Auftrag für dich. Oh, Junge. Was ist dir nun wieder eingefallen? Jetzt bin ich gespannt. Du wirst schon sehen. Ja, ich würde es gerne jetzt sehen. Nö. Selbstverständlich. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Gegenstand, der dem Opfer gehört. Okay. Und einen Galgenstrick. Du hast es erfasst. Achso. Du bist ein Ungeheuer, aber was mich noch mehr ärgert, ist, dass du... Nee. Halt. Oder? Ist das jetzt so böse? War das jetzt okay? Ja klar, es ist immer okay. Galgenstrick. Gut zu wissen. Kann ich das öfters machen, oder? Primitives Schloss. Kann man endlich die Bude ausweihen. Ein... Nee, der passt nicht zu unserem, aber... Passt halt zu einem anderen auch, ne? So eine Kacke. Nehmen wir trotzdem. Diamant. Blitz. Ach, spiritueller Schaden. Das ist dann sowas wie gegen Skelette und Untote. Aber die hat noch Verteidigung erhöht. Jetzt haben wir noch tödliche Piorette. Kannst du nicht schwimmen? Ja, verzichten wir halt mal kurz auf die Verteidigungserhöhung, aber ich lass die mal nochmal im Inventar, falls da was schief gehen sollte. Also wenn wir jetzt noch ganz schön viele von denen finden, meine ich jetzt. Geil. Oh, Kälte. Blitz. Blitz meine ich. Kälte. Doch, Kälte. Ja, Kälte ist richtig. Stachelhaar nicht. Das ist aber scheiße. Ja, sowas leider. Ja, ich glaube, so einen großen Unterschied hätte ich denn gemacht, hätte ich den alleine gelassen oder nicht. So, gehen wir dann mal hier hoch. Also, wenn das runter zum Teleporter, dann will ich mal gucken, was da passiert. Irgendeinem Key von irgendeinem Guy. Da bin ich jetzt mal höchst gespannt, was da passiert. Vielleicht kriegt man ja Drache oder so. Wir finden alles raus. Alles wird erforscht. So, Teleporter. Auf nach... Keine Ahnung was. Auf zum Ausgangsort. Anfangsort. Ist das in die Richtung oder was? Oder? Kopfgeld für Konkranach. In der Ortschaft. Warte mal. Unwahrscheinlich. Ja, wie ich bestimmt der Kaga-Clan, aber. Und erstmal. Huch! Was ist das denn jetzt passiert? Ach! Erstickt oder was? Der Fliege geschluckt! Na, dann holen wir mal ein bisschen Mana zurück. Lebenskraft.
Hier muss man echt aufpassen bei der Tür. Die ist urheberrechtlich geschützt, der Ton. Glaube ich. So, was ist denn los hier? Gibt's hier einen krassen Key? Ah, ich bin ganz schön gut. Oh, Quest gelöst. Mann. Alter Schlüssel der Zwerge. Da komme ich dann drüben bei Jamalin rein. Das Bett und schon wieder Level up. Alter, so schnell wie das geht. Stärke! Bitches! Mach noch ein bisschen niederstoßen. Hat ja nur Vorteile. So, was gibt's denn hier hinten Feines? Nö. Nö. Keine Truhen? Nix Verstecktes hier. Nö. Primitives Schloss. Also bitte. Blitz. Giftwolke. Oh, not bad. Halt. Falsch Menü. So, was haben wir hier? Giftbombe. Ah, warum nicht? Dietrich ist immer gut. Wie viel Dietrich haben wir denn? 79. Ja gut, reicht eine Weile. Aber wir haben schon ewig keinen Dietrich mehr zerbrochen. Das klappt immer jetzt relativ bei Anhieb. Kann ich mal gucken, was haben wir denn hier für... Ah, wir haben hier 98,75% Masterschloss sogar noch. Junge, Junge, Junge. Ich freue mich echt schon auf das Masterschloss unten bei dem anderen Geil. Wenn man am Ende, können wir dann einfach alles ausräumen hier. Das ist einfach der King. Da zerstören wir ganze Städte. Bringt das was hier? Bringt eigentlich überhaupt nichts. Können wir mal hier hochgehen? Hallo. Kleine Aufwärmübung. 5 Skillpunkte. Warum nicht? 5! Junge, Junge, Junge. Machen wir Niederstoßen mehr oder machen wir hier was her? Ah, gute Frage. Ich mache Niederstoßen mehr. 36%. Alter, das ist viel. Nicht schlecht. Geist. Was, wo ist ein Geist? Huch, jetzt hab ich aber Angst. Ach, hier unten. Na, wer sagt's denn? Ah, die Töne, Alter. Alles gut? Ja, gut. Tschüssi. Ich komme mal öfters wieder. Vielleicht gibt's hier dann noch was. Irgendeine Quest gelöst? Dass ich zu irgendeinem hinlaufen muss? Ich glaube, ne. Geh mal rüber zum Jamalin, wenn das hier... Wenn wir einen Zwergenschlüssel haben. Da freue ich mich drauf. Krasses Tor, Junge. Alter, wie hoch ist denn das? Alles durch Magie gehalten. Keine Technik früher. Ach. Einfach nur ihre Magie. Ja, was steht denn da für ein Mungo? Ist der neu? Hallo? Kennen wir den? Tago. Hallo, Tago. Ja. Habt ihr mich? Ebrats Gelden. Mir ist auf. Das liegt daran, dass sie Angst vor dem. Einen Ork. Wer ist Ulta? Wird. Ist da. Woher? Viel. Mhm. Ich glaube, der Tago war der, den ich ganz am Anfang mal gesehen hatte. Was steht denn eigentlich hier rum? Egal. So. Rüber zu den Zwergen. Yay. Auf zu den Zwergen. Auf den 7 Bergen. Dann geht's durch das Tor hindurch. Dass wir ja jetzt aufmachen können. Oder irgendeinen Schlüssel für irgendwas haben. Oder so. Das stand zumindest so da. Da werden wir jetzt so reinkommen können. Irgendwo. Vielleicht war ja unterirdisch noch was, was ich gerade gesehen hatte. Wenn man dann da hochkommt oder so. Aber ich kann mir beim besten Willen vorstellen, wie ich das Riesentor aufschließen soll. Ist das schön, der Typ. Oder die Geister, Junge, Junge, Junge. Tiergeist. Ach, bitte. Lächerlich. Lächerlich. Ja, die können ganz schön nerven, wenn ich nicht so viel Mana habe. Aber was haben wir denn da? Tiergeist. Also, bitte. So, hier haben wir das große Tor. Mal gucken, ob wir hier irgendwie reinkommen. Da bin ich jetzt noch nicht. Höchst gespannt. Wir haben ja einen Key hier. Aber. Da
Durch das Tor kommen wir nicht. Wir haben. Ich denke mal, wir haben einfach den Schlüssel zur Stadt oben. Irgendeinen Schlüssel hat man ja bekommen. Ja, durch das große Tor, das muss man erstmal durchkommen. Ich guck nochmal schnell hier unten rein dann. Ob es einen Umweg gibt. Außenrum. Nehme ich an, ja, wie gesagt, man muss da irgendwie durch. Du musst mir eh nochmal das Tor aufmachen. Irgendwann. Wird man bestimmt mal einer. Wird bestimmt mal einer tun. Hoffe ich. Guck mal, kleine Zwergengeister. Cool. Wo sind sie? Guck mal, die ganzen Zwerge liegen immer noch da. Ein Zwergengeist. Ganz mein. Niedlicher Zwergengeist. Da ist noch einer. Also war daneben, komm. Zwei Hits, alles okay. Gucken wir mal schnell in die Höhle, vielleicht finden wir nochmal irgendeinen Eingang, wo wir rein konnten oder Ausgang. Dann mal los. Kann ich mich jetzt zwar nicht mehr daran erinnern, aber könnte natürlich der Fall sein. Das wäre natürlich genial, wenn wir dann da hochkommen würden in die Stadt. Hallo. Du aber schnell weg. Noch einer. Hallo. Da brauchst du mal irgendwann meine Waffe für mit spirituellen Schaden, damit ich. Damit ein Mana nicht alle geht. Null. So. So. Hier ging's auch ne weiter, nehme ich an. Ne. Macht aber ordentlich was her, wenn. Wenn man die ganzen Geister tötet, das sind wir bestimmt bald wieder Level ab. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, ja. 14.000 ist nächster. Na gut. Wie schnell ist er dagegen? Level 29. Guck mal bei dem geilen Ring. Der dann so übelst viel macht. Was quietscht denn hier so? Hallo. Nix los.